Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Stalker-Freunde. Wir sind hier wieder in Clear Sky, wo wir den Funkspruch an die verschollenen Stalker senden können. Wir probieren es mal, indem wir den Schalter betätigen, indem wir die F-Taste mal drücken. Wir haben die Koordinaten erhalten und werden versuchen, aus der Blase herauszukommen. Okay, hier links. 60 Fuß in dieser Richtung. Mich trifft der Schlag. Wir sind frei. Hört ihr mich? Wir haben es aus der Anomalie geschafft. Wir gehen nach Limansk. Чувак, у нас тут помесь зоопарка с дурдомом. Без тебя не справимся. Wir sind bei der Brücke. Diese Erdnerausdruck Banditenlager dürften demnächst eintreffen. Komm zurück zur Brücke. Wir brauchen dich hier. Es wird bald heiß hergehen. Okay, wir müssen sie beschützen. Die hier am Militärlager. Hat sich wieder nach Viechern angehört, nach Pseudohunden. Aber ich sehe noch keine. So, einen haben wir down. Doch, den nächsten haben wir auch down. Ui, ist leicht. Den haben wir mit einem Schuss, oder was? Hallo, macht auch mal mit hier. Das sind ein Haufen Hunde. Die läuft der erstmal schön gemütlich durch die Gegend. Wir können mal abspeichern. Aber es ging ziemlich schnell. Wie sie denn da rausgefunden haben. Aus der Anomalie, ja. Ein Wunder ist quasi geschehen. Wo ist denn der Pseudo-Hund jetzt hin? Hallo? Pseudo-Hund. Pseudo-Hund, wo bist du? Ach Mann, da läuft jetzt garantiert wieder nur ein so ein Viech rum und ich kann den Auftrag nicht beenden, weil das Vieh sonst wo rumläuft. Das finde ich persönlich relativ blöd gemacht. Schade, mit dem können wir nicht fahren. Hier mit dem sowieso nicht, was im Arsch ist. Aber mit dem bestimmt. Aus wie ein Trabi. Cool. Aber vielleicht mit dem Panzer. Okay, leider sieht es nicht so aus. Wo ist leer, aber wo ist denn jetzt hier dieser scheiß Pseudohund? Mann, das ist doch kacke. Wo ist der Typ? Der steht hier erstmal rum. Ja, ja, da nett. Pajolska. Alter, ich laufe hier blind durch die Gegend. Und hört den Scheißhund nicht. Ist auf jeden Fall da hinten lang gelaufen. In diese Richtung. Aber hier ist er weit und breit nicht. So wie ich das sehe. Ach man, Stalker, warum machst du sowas? Na okay, dann werden wir uns hier verabschieden. Du machst das schon, Kollege. Ja, und wir werden dann mal mit Lebedev sprechen. Ich glaube, da müssen wir ganz zurück, ne? Muss man da hin? Ach nee, Lebedev ist jetzt im Roten Wald quasi. An der Brücke oder was? Das ist ja nicht schlecht. Okay, wir werden jetzt erstmal wieder Richtung Roter Wald. Ich muss mal kurz nochmal gucken, welchen Weg wir da gehen. Okay. Und dann werden wir natürlich unseren Freunden helfen.
Den hier leider nicht mehr, den können wir nicht mehr helfen. Haben auch leider nichts Anständiges dabei, was uns nützen könnte. Achso, Medikit nehmen wir auch mal mit. So. Hoch. Suchen, aber noch nichts drin. Ah, doch, jetzt haben wir gefunden. Wenn man sie nämlich zweimal anklickt, dann, das sind Freunde, dann, ja, ist irgendwann was drin. Stalker, оружие за спину. Ja. Da ist wieder bloß was los mit dir. Ah, er hat sogar eine Quest. Heilige Scheiße. Wir müssen jetzt ein Straßenkreuz einnehmen. Und das werden wir natürlich gleich mal machen. Die sind doch freundlich. Oder sind das welche vom Militär? Hallo? Aber ich will mit den Militärs eigentlich keinen Streit haben. Und die sind Einzelgänger. Okay. Ja, ich hab's eingenommen. Leute. Hallo? Keine Ahnung. Vielleicht dauert's auch noch ein bisschen. Bis Feinde kommen. Ach man, Leute, macht doch nicht immer so einen Scheiß mit mir. Halte den Punkt, bis Hilfe kommt. So eine Quest hatten wir doch schon mal gehabt. Aber ja. Da winkt einer. By the way. Hier ist sogar eine Truhe. Oh, mit guter Muni. So, kann ich dir helfen? Nö. Gott. Alter. Die hat mir die Waffe aus der Hand geschlagen. Fixer. Hey, du Puschke, du nicht maschi. Für разговора она не нужна. Fick dich. Okay. Ja, also Hilfe ist eigentlich da, Leute. Wir haben den Punkt eingenommen. Puh, Mann, schon wieder Zeit verplempert mit Quests, die irgendwie nicht funktionieren. Keine Ahnung, ob das an der Modifikation liegt oder ob es generell daran liegt, dass das Spiel einfach ein bisschen verpackt ist. Oh, ich höre hier sehr viel Kontakt. Na gut, das sind Freunde. Können wir ein bisschen was klauen, aber Energy Drinks und so ein Kram haben wir eigentlich mehr als genug. Ja, heute machen wir mal keine Party. Och, wir haben ja immer noch Kopfschmerzen. Von der letzten. Mann, war das eine Feier mit den Leuten da. Aber leider ist die Erinnerung etwas getrübt. Den ganzen Wodka. Das sollte mal laufen. Warum ist hier keiner mehr? Die sind alle weg. Okay, dann wollen wir mal Richtung Lebedev. Lebedev. Zack. Und los, komm schon. Jawohl, bitteschön. Ja, da bin ich mal gespannt, wie Lemanske denn so aussehen wird. Ich hoffe, nicht so wie in Pripyat. In Stalker Shadow of Chernobyl. Da war es ja relativ
ja, unbegehbar, sage ich jetzt mal. Es waren einige Gebäude, besonderweise die hohen, die man einfach nicht begehen konnte. Das fand ich sehr schade. So, wir, ja komm, halte den Punkt bis Hilfe kommen, machen wir jetzt nicht nochmal. Aber was wir machen, da es jetzt langsam Nacht wird, werden wir uns nochmal beim Förster in die Bude legen. Und uns eine Weile ausruhen. Dass wir hier nicht wieder mitten in der Nacht rumlatschen. So, ne? Förster, ich lege mich hier mal bei dir auf den Boden. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Natürlich sollten wir vorhin noch den hier drücken. Und wenn du was dagegen hast, dann sag einfach Bescheid. Ne? Ach, da sind wir wieder. Guten Morgen, Zone und was guten Morgen, dich Förster. Was verschafft mir die noch eine sichere Reise, mein Junge? Wir könnten mal unseren Dingens hier reparieren. So, das kommt nämlich immer gut. Und Mist, dass wir hier nichts verkaufen können, das ist doch kacke. Oder ist da auf der Map, seht ihr das auch? Dieser blaue Punkt auf 0 Grad von uns. Du hier oder was? Ah, mit dem Körper. Ne, nicht wirklich. Ist hier drin? Ne. Der wird auf jeden Fall hier angezeigt. Ist aber nur ein normaler Typ, der nichts macht. Warum wird mir blau angezeigt? Oder, ah, nee, das ist so ein Führer. Da könnten wir es eigentlich immer machen, dass wir zum Flohmarkt für so viel Kohle. Wir haben gerade 1800. Nee, dann lassen wir das mal mit den Führern. Lohnt er denn überhaupt nicht? So, wir gucken hier nochmal in dem Versteck nach. Ah, da liegt immer noch die Munition drin. Wir sprinten hier mal durch den Wald und hoffen, dass wir nicht... Hallo? Stalker, mach keinen Scheiß. Oh, da hat er, glaube ich, gerade die Aufnahme kurz abgebrochen. Na Leute, was geht? Hier bei dem geht nicht viel anscheinend. Alter, hier ist schon wieder so scheiße radioaktiv. Ich hasse das. Ah, wieso? Wir werden denen mal zu Hilfe kommen. Schnell nochmal einen Energy Drink nippeln. Komm schnell her, Söldner. Der Schießtrupp ist schon fast hier. Oh. Anscheinend. Wow, das sieht gut aus. Das sind unsere? Oh ja, das sind unsere. Muss ich aufpassen, auf wen ich da schieße. Das ist wirklich unsere? Die sehen so... Ne, das sind doch nicht unsere Scheiße.
Nimm Kopf runter, Mann. Wir haben nicht mehr viel Munition. Oh, Scheiße. Oh Mann, wir sind gleich out of munition. Ja, sind wir jetzt. Da werden wir mal auf die beschränken. Ja, natürlich, ich habe die ganze Munition abgelegt. Beppo. Jetzt ist die Waffe auch leer. Wir nähern uns der Brücke. Leschi, hier spricht Lebedev. Wir freuen uns schon auf deine Ankunft. Scheiße. Achtung an alle Kämpfer. Lasst uns den Weg. Leute, ich brauche Munition. Hier habe ich noch mehr. Ganz schön krass, da runter. Okay, Leute, ich habe keine Mini mehr. Ich muss mich gerade abwerfen. Komm, ich Katze. Irgendwo Munition herbekommen, das geht nicht. Mein Mann beim Steuerfeld braucht Feuerschutz. Die Banditen haben es auf ihn abgesehen. Ich würde ihnen ja gerne Feuerschutz geben, aber ich bin komplett out of Muni. Hier ist so eine Kiste. Nicht für die Thunder, sondern. Wo ist der Scharfschütze? Der da oben war. Ja, ich mache ja schon, Junge. Bin ich der Einzige, der die Viecher trifft, oder was? Ja, doch. Da ist nur noch einer, glaube ich. Wieder keine Muni mehr. Nichts. Könnte es nur mit der Chaser irgendwie was machen. Oh oh. Alter. Schaltet den Scharfschützen aus. Uiuiui, dass ich den getroffen habe, ist ja ein wahres Wunder. Das gebe ich an der Front nächsten, nicht an der Front. Die Banditen haben uns festgenagelt! Wir brauchen Feuer und
Ach, Mann, kommen da jetzt unendlich oder was? Das wäre scheiße, weil ich hab keine Mühe mehr. Ja, ich mache ja schon. Wie viele Schüsse hält der denn Mann noch aus? Ich habe bloß 7 Schuss, by the way. Da kommen wieder 5 Stück an, oder was? Ich hab bloß nur einen einzigen Schuss. Hier. Vielleicht ist hier noch Muni drin. 30 Stück, jawohl. Alter, wie der Ding verzieht. Mit dem Ding kannst du doch nicht normal schießen hier. Was ist das denn für ein Arsch? Aber ich bin auch ein totaler Polito, weil ich mir so wenig Munition genommen habe. Ja. Ja, scheiße, Mann. Da zieh ich auch nirgendwo Munition her, ne? Ach, gib mir Munition. Können wir handeln, Mann? Oh, ich will mit dir handeln. Ich will mit dir handeln. Ich will mit dir. IBDF, gib mir Muni. Ah, ist das scheiße. Mann. Ist denn irgendwo Kisten oder so, dass ich noch Munition drin finde? Was ist das hier? Ja. Nee. Ja, ich komme ja schon. Oh, 15 Schuss nur. Schaltet den Scharfschützen aus! Levele, mein Mann beim Steuerfeld braucht Feuerschutz. Die Banditen haben es auf ihn abgesehen. Und wieder keine Muni mehr. War hier nur irgendwo was? Ne, ich glaube nicht. Mann, irgendwo muss hier noch was liegen. Ja, ihr habt es gleich geschafft, Leute. Macht weiter. Nein. Hier schnell rüber. Oh fuck. Hilfe! Eine Granate habe ich noch, die kann ich da mal hinschmeißen. So. Ah, ich habe ja noch meine Pistole, ich voll Idee. Boah, ich glaube, das war's. Alter. Das waren ja mal überhaupt nicht übertrieben viele oder so. So, ich sammle ja erstmal hier ein bisschen was ein. So, bis ich nicht mehr laufen kann.
und entlade mal alles. Und wir hier mal wieder ein bisschen Munition bekommen. Und zur Not setzen wir dann erstmal eine AK ein. Am besten eine mit hohem Zustand. Eine Winteres. Haben wir Munition für die Winteres? Nur 70 Stück. Ist jetzt nicht so super viel. Wie hier die ganzen Waffen liegen. So. Mehrere Weapons. Von Clear Sky. Unsere Operation war ein voller Erfolg. Die Brücke wurde abgesenkt und die Straße nach Limansk ist jetzt offen. Vorgeschobener Trupp, begebt euch nach Limansk und findet einen sicheren Weg durch die Stadt. Alle anderen, verteidigt die Brücke und wartet auf den Haupttrupp. Okay, und Limansk, liebe Leute. Werden wir in der nächsten Folge begutachten, denn für heute war es das erstmal. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Euer Kelogo.